Oh, hallo, ihr seid ja auch wieder da. Was machen wir heute? Wir laufen heute von Kühlungsborn nach Warnemünde. Genau. Heute an der Ostsee unterwegs. Ja, Wetter ist jetzt so lala. Mal wieder wandern, mal wieder mit euch sprechen, kommunizieren. Das haben wir lange nicht getan. Jetzt ist es wieder soweit. Ja, wenn ihr Bock habt, dann bleibt ihr einfach dran. Let's go! Da könnte man richtig schön zelten. Stimmt, ja. Einfach nur schön hier. Einfach nur schön? Ja. Okay. Ich liebe das. Ein Paradies. Ja, der nächste geheime Spot. Schön. Ja, ist halt immer wieder cool, dass wir hier so kleine geheime Spots entdecken und finden, ja. Neben dem Weg. Ich bin diese Strecke schon mal mit dem Fahrrad gefahren, aber ich kenne diese kleinen Wege, die hier direkt zur Ostsee führen, die kenne ich halt einfach überhaupt nicht. Und die können wir jetzt mal easy ablaufen. Ist schon schön. Ja, ist auch immer eine andere Aussicht, obwohl man nur ein paar Meter weiter geht. Ja. Das ist verrückt. Mega. Wuhu! Ja, vorhin habe ich einen richtigen Hals bekommen. Da sind wir im Bus eingestiegen in Rostock und da hieß es, dass wir mit unseren ganz normalen OP-Masken nicht mehr in den öffentlichen Nahverkehr eigentlich einsteigen dürfen, dass wir jetzt immer FFP2-Masken tragen müssen. Und ja, wir haben davon gar nicht erfahren, weder durch Facebook noch irgendwelche anderen Nachrichten-Apps oder so. Naja, er hat uns dann noch mitgenommen, haben uns dafür noch bedankt, aber ja, das kotzt dann alles nur noch an, dieser ganze Mist. Man weiß schon gar nicht mehr, was richtig ist, was falsch ist, was wieder erlaubt ist und was nicht. Naja. Vor allem, weil der Busfahrer keine Maske getragen hat und hatte keine Scheibe. Ja, habe ich auch nicht verstanden, dass der Busfahrer keine Maske tragen muss, auch keine Scheibe hat, wo er hinter sitzt. Naja, egal. Wir lassen uns jetzt hier nicht die Laune vermiesen davon. Vielleicht war er schon geimpft. Vielleicht war er schon geimpft, ja. So, nächsten geilen Spot entdeckt hier. Direkt an der Steilpiste. Anja macht wieder Fotos. Die ja. Farben sind so mega schön. Genau. Ja, Anja ist immer für die Fotos zuständig. Wenn da Fotos auftauchen in den Videos, dann war meistens sie das. Wir sehen noch gerade hier, wir sind hier ein Stück auf dem E9 Fernwanderweg. Der geht ja hier die ganze Zeit an der Ostseeküste entlang. Ja, das ist ein kleines Stück, von dem laufen wir jetzt. Also wir laufen ungefähr jetzt, ich drehe mal das Display, laufen ungefähr jetzt 23 Kilometer, haben uns da wieder so eine kleine Route rausgesucht und ich schätze mal, es werden bestimmt mehr werden, 24, 25 gehe ich mal von aus, mache uns nachher auch wieder was Leckeres zu essen, da könnt ihr schon gespannt sein, was das ist. Ja, weiter geht's. Hier entstehen die professionellen Fotos. Die ganze Zeit nur so 10 Grad, immer nur 8 Grad. Wir haben jetzt Anfang Mai. Heute ist der 1. Mai. 1. Mai-Wanderung heute hier. Und wir machen unsere kleine eigene 1. Mai-Demo. Für bessere Wanderwege. So, oder so ungefähr. Ist auf jeden Fall schön hier. Grüße gehen auch nochmal raus an den Willem. Der hat uns im letzten Video kommentiert,
dass diese kleinen weißen Blümchen, die im Wald immer wachsen, die heißen Buschwindröschen. Und ja, die sind hier. Wachsen hier gerade wieder vor uns. Das ist ganz, ganz hübsch. Schöne kleine Pflanzen. Hier ist so eine richtig geile Strandbar. Aber leider ist sie natürlich geschlossen. Ja, und hier rechts in den Wald werden wir jetzt reinlaufen. Da geht es dann weiter Richtung Warnemünde und Rostock. Der nächste Ort ist auf jeden Fall Heiligendamm. Für sandige Füße. So kann man sich hier die Füße entsanden. Wie jeder schon seine Füße dann getünstet hat. Wald und Meer vereint. Einfach Warnung, Warnung, die Küste stürzt ab. Warnung, Küste stürzt ab. So, wir sind immer noch auf dem offiziellen Weg vom E9. Ein wunderschöner Küstenwald hier. Richtig toll. Ganz geile Optik. Wow. Ja, so macht das Wandern Spaß, oder? Ja, mir macht es besonders Spaß. Anja ist heute richtig happy, hat sie mir gerade gesagt. Sag das nochmal bitte für unsere treuen Zuschauer. Ich bin halt richtig happy, weil wir endlich am Meer sind wieder. Ja. Richtig gut. Hatte schon richtig mehr weh. Mehr weh, ja. Ja, da vorne sehe ich auch schon Heiligen Damm mit der Seebrücke, wo wir auch gleich nochmal raufgehen werden. Geil. So Leute, da hinten ist dann Heiligendamm. Und ich glaube, die Seebrücke kann man auch ganz gut erkennen. Da laufen wir jetzt weiter. Anja macht hier noch ein paar tolle Fotos. Aus der Richtung sind wir jetzt eben gekommen. Ein wunderschöner Strand hier. Das macht Spaß. Und Sonnenbrand holt man sich heute auch nicht. Auf der Ostsee. Puh, Leute! Ich habe hier noch nie so eine Brücke gesehen, die über diese Steine führt. Ganz geil. Da hinten. Da ist die Seebrücke, da gehen wir gleich mal rauf. Hier oben ist sogar noch so ein wunderschöner Lost Place. Das hat schon was hier. Macht Spaß. Auch die Luft am Meer, ja, sowieso mega schön. Ach, einfach herrlich. Ich finde auch extrem geil diese Optik da hinten, wie das hier so aussieht. Sehr, sehr geil. Da hinten ist übrigens Kühlungsborn. Erkennt man wahrscheinlich gar nicht auf der Kamera, von da sind wir jetzt gekommen. Wir sind ja jetzt 7 Kilometer gelaufen. Ja, uns geht's hier richtig, richtig gut.
Grand Hotel Heiligendamm. Ja, so sah das hier mal früher aus. Ich hoffe, das kann man erkennen. Hier auch, so ein Schwarz-Weiß-Bild. Das ist ja interessant. Vor allem diese riesengroßen Villen hier. Das hat schon was. Das ist schon ganz geil. Friedrich Franz gründete hier Deutschlands erstes Seebad 1793 bis 1843. Ja, schade, dass man jetzt hier nicht raufkommt. Hier ist leider geschlossen. Ja, das ist schon toll hier. Wahnsinn. So, jetzt sind wir auf der zweiten Seebrücke in Heiligendamm. Hinter uns die Pracht der weißen Häuser. Die Creme de la Creme. Die Creme de la Creme, ja. So Leute, Kilometer 10 mittlerweile, ne? Ja. Ja. Mir kam jetzt gerade noch so ein kleiner Regenschauer runter. Und ja, Wetter wird irgendwie gefühlt ein bisschen schlechter. Aber es ist noch sehr schön mild. Ja. Wir sind hier immer noch am Strand. Wir sind jetzt gerade teilweise ein bisschen Straße gelaufen. Hier ist nämlich noch gleich so eine kleine Straße. Weil man hier nicht immer am Strand laufen kann. Es tut irgendwann weh oder es nervt, in diesem Sand immer zu laufen. Aber ist ganz interessant hier. Hier gibt es extrem viele Steine. Und hier hinten, da sind ganz viele große Steine vor allem. Ich frage mich, ob das alles so Natura ist oder... Naja. Auf jeden Fall wird es jetzt ein bisschen heller im Himmel. Weiter geht's. Aber wir laufen jetzt hier oben, dicht am Meer, so einen schönen Pfad entlang. Und überall hier wachsen so eine komischen, ich weiß halt nicht, was das ist, vielleicht wisst ihr das, so eine komischen, ja, Sträucher mit diesen weißen Blüten und diesen grünen Blüten. Und jetzt kurz nach diesem kleinen Regenschauer, das riecht einfach intensiv. Das sind keine grünen Blüten. Nach Blüte. Das sind keine grünen Blüten? Was ist das denn? Die werden dann pink. Die werden pink? Ja, oder rötlich. Ach so, ja, das kann auch sein. Dass diese grünen Blüten hier mal rot werden oder pink. Oder Knospen. Aber das riecht einfach so wunderbar. Ist ja auch immer so nach dem Regen, ne? Ja, richtiger Blumenduft. Das ist so schön. Richtig frisch. Ja, richtig fresh. Ich liebe das. Ja, wir nähern uns jetzt auch bald irgendwann einer Schutzhütte. Und dort werden wir dann wahrscheinlich Essen kochen. Hummel. Ja, Hummel. Hier gibt es auch noch mal ein paar Infos zur Ostsee. 420.000 Quadratkilometer groß, relativ flaches Meer. Bla bla bla. Kattegat. Kann man sich durchlesen. Die verschiedenen Tiere, die es hier so gibt. Der ist halt sehr witzig hier, ne? Dieser Säbelschniebler. Mit seinem Säbel vorne dran. Ja, wir sind jetzt auch im nächsten Ort. Wie heißt der hier? Bürgerende. Bürgerende, ja. Jetzt gehen wir diesen Weg hier hoch Richtung Wald und Hütte. Auf geht's. Achtung, Rad- und Wanderweg nach Nienhagen zurzeit nicht passierbar. Umleitung über Redwisch nach Nienhagen. Aber davon lassen wir uns nicht aufhalten. Wir werden einfach diesen Weg hier weiter folgen. Richtig? Richtig. Richtig, richtig. Denn wir haben Hunger und wir wollen zur Schutzhütte. Und wir müssen genau diesen Weg jetzt langlaufen. Keine Umwege. Genau, wir gehen keine Umwege. Nicht schon wieder. Ja, hier ist wahrscheinlich die Steilküste schon richtig stark runtergebrochen. Das werden wir gleich sehen.
Das werde ich euch auch zeigen natürlich. Ja, es nieselt immer noch so ein bisschen leicht. Ein ganz bisschen die ganze Zeit. Ja, die Hälfte vom Weg haben wir ungefähr geschafft jetzt. Wir sind jetzt bei 11 Kilometer oder 12. Irgendwie ja, so. 12. 12, genau. Und dann gibt es auch gleich Essen. Ich rede schon die ganze Zeit davon. Ich wollte Essen machen. Bald ist soweit. Naja, das auch noch. Ja, wollen wir da Essen machen? Guck mal Leute, da ist auch eine Hütte. Da steht schwul drauf. Da steht sogar schwul drauf, ja. Mal gucken, ob die Hütte hier was taugt. Ja, hier haben wir unsere Ruhe, ne? Ja. Na denn? Können wir machen. Ganz schön dunkel, aber. So, der Brenner läuft. Kriegt jetzt langsam gut Feuer. Was gibt's hier heute? Schupfnudeln. Wieder mal Tomatensuppe Toskana. Die ist eigentlich ganz lecker, kann ich nur empfehlen. Das kommt nachher beides wieder in den Topf. Und dann lassen wir uns das gut gehen. Endlich sitzen. Ja. Frisch gestärkt geht es jetzt weiter. Wir haben noch 12 Kilometer bestimmt jetzt vor uns. Ja, wir sind jetzt bei 12. Wir sind jetzt bei 12, genau. Das war ganz, ganz toll, das Essen. Ja, es hat richtig gut getan. Also Tomatencremesuppe Toskana von Knorr. Ich will ja hier keine Werbung machen, aber die ist echt gut. Wir hatten das letztes Mal auch mit Eierspätzle drin. Kann ich auch empfehlen. Und jetzt halt mit diesen Schupfnudeln. Schmeckt aber auch in anderen Suppen, zum Beispiel Waldpilzcremesuppen. Auch super lecker. Ja, jetzt kommen wir gleich zu dem Küstenabschnitt, wo ich vorhin noch meinte, da wird wohl ganz viel weggebrochen sein. Deswegen auch dieses Schild vorhin, dass das hier wohl angeblich gesperrt sein soll. Ich sehe keine Absperrung. Hier wird jetzt munter fröhlich weitergelaufen. Oder? Sie. Alles runtergebrochen hier. Hier gehen wir jetzt weiter. Und irgendwann wird es auf diesem Weg hier nicht mehr gehen. So, wir sind jetzt im sagenumwobenen Gespensterwald. Ich finde diese Bäume hier sehr, sehr hübsch. Das hat was. Wahrscheinlich heißt der Wald deswegen so. Sieht so ein bisschen horrormäßig aus, aber mit diesem Busch. Wie heißt das nochmal? Busch? Buschwindröschen, die überall wachsen. Ich vergesse das immer. Hat das so ein bisschen was Märchenhaftes. Ist schon sehr hübsch hier. Sehr, sehr hübsch. Ich habe das noch nie so gesehen mit diesen Buschwindröschen hier. Ich glaube, zu dieser Jahreszeit oder in diesem Monat bin ich hier noch nie lang gelaufen. Ja. Ganz toll. Hier haben sich auch Leute so eine richtig schöne Höhle gebaut. Ist nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall zu zweit drin liegen. Das ist ganz cool. Ja, Anja macht hier gerade ein bisschen Notversorgung. Hat ein bisschen am Hacken schon geschuppert. Jetzt wird sich da einfach noch ein zweiter Socke drüber gezogen. Vielleicht sogar noch ein dritter. Das half ganz gut. Ja, besser als Pflaster irgendwie gerade.
Besser als Pflaster, sagt sie. Nur, wir haben ja nur normale mit. Ja. Tja, die sind eingelaufen. Wandern reicht mir nicht. Ich muss noch mehr machen. Was? Wandern reicht mir nicht. Ich bin noch nicht ausgepowert. Ich merke das schon. So, wo sind wir jetzt? Wir sind in Nienhagen. Nienhagen, ja. Wir sind da so reingesteppt. Reingesteppt, ja. Genau. Ja, wir sind bei Kilometer 17 fast. Ja, uns geht's ganz gut. Kleines Tief eben so ein bisschen gehabt. Aber das geht auch wieder vorüber. Der Wind bläst uns immer noch um die Ohren. Ja. Jetzt ist auch nicht mehr was wir sagen sollen. Nee, auf dieser Abschnitt, den wir hier laufen, der ist nicht so abwechslungsreich einfach. Aber der ist schön. Nur weil du ihn schon kennst, findest du ihn doof. Ja, du kennst ihn auch schon. Ich finde ihn trotzdem schön. Wir sind da hier schon mal lang gewandert letztes Jahr. Ja. In diesem Abschnitt hier aber. Ja, ich bin hier schon 100 Mal gewandert. Ich finde den einfach nicht so spannend. Ist aber schön. Guck dir die Blumen an. Ja, Blumen. Jede Menge Blumen hier. Es war alles Raps, aber ganz schön. Gut. Meckern hilft nicht. Durchbeißen. Bis nach Warnemünde. Leute, wir haben hier ganz viel Schnittlauch gefunden, was hier wächst. Mega geil. Direkt mal einen Halm in den Mund schieben. Mit Hundepipi. Mit Hundepipi dran, vielleicht. Du weißt das schon. Hast du auch schon mal abgebissen jetzt? Nee, ich habe nur dran gerochen. Beiß mal ab. Nee. Hast Angst vor Hundepipi, ne? Ja. Will ich nicht. Ich finde das lecker. Ich glaube jetzt nicht, dass da ein Hund rangeschifft hat. Das riecht gut. So Leute, wir haben es jetzt geschafft im Hintergrund. Ich hoffe, das kann man sehen. Da ist jetzt Warnemünde. Ja, wir sind jetzt hergelaufen. Wie lange sind wir jetzt gelaufen? Wir waren jetzt 7 Stunden unterwegs irgendwie. Genau, 7 Stunden. Das ist Kilometer. Wir haben hier wieder mit Komoot aufgezeichnet. Wir haben jetzt 22,5. 22,5 Kilometer. Ja, ich schätze mal jetzt, bis zum Bahnhof laufen wir jetzt noch. Dann wären es noch 1 Kilometer mindestens noch werden. Ich schätze mal, wir kommen auf die 24. Ja, ja, traumhafte Kulisse hier. Hier wohnen wir. Hier. Ja, ja, in der Nähe. Wir fahren jetzt noch gleich mit der S-Bahn dann nach Rostock zu unserer Wohnung. Dann erstmal schön Essen machen. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat die Tour hier gefallen. Für uns war das richtig schön. Ich fand es richtig geil heute. Ja, ich fand es auch mega nice. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen geschafft. Du bist ein bisschen fitter heute. Das ist echt krass. Ein kleines bisschen tut mir der rechte Fuß ein bisschen weh, wenn man den Fuß so knickt beim Laufen vorne so, dann schmerzt ein bisschen die Ferse irgendwie. Naja. So ist das, wenn man alt wird. Hau ab. Ja, gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß im Video und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Tschaußen. Tschüss. Thank you.